Die war eine von 1,5 Millionen Besucherinnen und Besucher auf der Love Parade in Berlin. Und sie hat dort Musik gemacht rund um die Uhr. Herzlich willkommen, Marusha! Allmächtner, Geschenke mitgebracht? Ja. Berliner Souvenirs. Ja, also diese Tasse, die ist von meiner Maskenbildnerin, die aus mir immer die Asaki macht. Muss ja total aufpassen heute. Das musst du gleich verraten, was das ist. Das ist eine Rolle in deinem Film. Ja, genau. Also ja? Sie ist aus Polen übrigens und ich soll dich ganz herzlich grüßen. Und sie ist ganz großer Fan und hat gesagt, er braucht ein Autogramm von mir. Das ist Wahnsinn. Das ist die Maskenbildnerin? Ja, Ela. Aber hallo, das ist Ela, die Maskenbildnerin. Genau, und so sehe ich dann in dem Film aus. Ich dachte mir, vorab, der kommt nämlich erst in einem Jahr raus, der Film. Und, ja, aber da kann man heutzutage nicht früh genug drauf hinweisen, ja, genau. Weil jetzt schon mal Karten sichern. Was ist das denn für eine Figur, die du da spielst in diesem Film? Asaki. Ja, so heißt die Frau. So heißt die Frau, ja. Ja. Asaki ist eine Heldin, die tatsächlich Berlin rettet. Also zumindest versucht sie es und weil sie, ja, sie hat einen Plan. Und der Film heißt Planet Alex und wir drehen das auch um und rund um den Alexanderplatz, wo der Funkturm steht. Und deswegen, ich dachte mir, ich bringe dir einen mit. Das ist eigentlich eine ganz tolle Sache. Und so hast du mit zwei, drei Requisiten... Ich bringe tolle Sachen mit. Ja, eigentlich den ganzen Film erklärt. Ja. Er spielt in Berlin, das ist Ela, die Maskenbildnerin. Und das sind zwei Szenen, die wir ja vielleicht im Film gar nicht sehen, weil sie rausgeschnitten werden, wenn er nächstes Jahr... Und dann ist was ganz Besonderes, ist, dass man es hier gesehen hat. Ja, man weiß das ja immer gar nicht. Und dann muss man einfach nur noch die Tapes verscheuern, weißt du? Es ist dann richtig, kriegt richtig Wert dann. Tapes verscheuern? Na, deine Tapes, das Tape noch, alle deine Sendungen. Ach so, das seid ihr, ihr jungen Menschen. Das ist ja jetzt das Allerneueste, ihr ladet euch das jetzt alles vom Computer runter. Ja? Eine Sendung vom Fernseher, ja. Vom Fernseher und es wird auch aus dem Internet, lese ich da und ich weiß gar nicht, wie das geht, werden dauernd Sachen runtergeladen. Ja. Wir laden kaum was rein, aber es laden ständig Leute irgendwie Sachen runter. Ja. Kannst du das auch? Ja, als Asaki kann ich das. Und ich bin nämlich die ganze Zeit mit dem Laptop auch unterwegs. Privat habe ich nur im Studio, wenn ich produzieren, Laptop, also besser gesagt ein Macintosh. Was ja auffällt, ist ja, dein Outfit hat sich generell verändert. Ja? Früher waren das die grünen Haare. Ja. Jetzt sind das deine Naturhaare mehr oder weniger, ne? Nee, ich bin dunkelblond eigentlich. Du bist dunkelblond? Ja. Als Griechin? Ja. Also mein Vater ist blond und meine Mutter ist total dunkelbraun und hat auch so dunkelbraune Augen, so ganz, ganz braune Augen. Die sieht eigentlich sehr griechisch aus. Aber ich finde, ich sehe jetzt auch sehr griechisch aus, oder? Ja, absolut. Ja. Aber nach wie vor sehr, sehr, sehr attraktiv. Oh, also danke. Es ist nicht so, dass man sagt, du bist jetzt, wo du weg bist von dieser Techno, von diesem Techno-Styling und so weiter. Bist aber ich bin doch Techno, das hat doch gar nichts mit Styling zu tun. Es kommt so von innen heraus, weißt du? Das ist das Entscheidende beim Techno, dass von innen herauskommt. Ja, man muss nicht immer irgendwie auftragen, so fett auftragen und hier, guck mal, den Style. Ich meine, du bist einfach. Du siehst heute übrigens auch total geil aus. Also, findest du? Ja, ich finde tatsächlich die Farbe, dieses Tornblau, das ist so richtig so DDR-mäßig. Und ich stehe ja total auf dem Ausziehen. Ja! Aber ja? Das weißt du. Wir wissen ja auch alle, wie sehr Harald den Osten liebt. Natürlich. Ja, und das heißt, DDR-mäßig ist aber jetzt in diesem Fall... Ist total cool, ist total angesagt. Guck mich an, ich habe auch DDR-Farben an. Hier. Das sind DDR-Farben? Ja, ich sag's dir, völlig einfarbig. Du, was, was hatte denn in der DDR so eine Farbe? Ja, alles. Der Kaffee. Schuhe. Ja? Warst Telefon. Warst du überhaupt mal in der DDR? Na, ich lebe da ja jetzt. Du lebst geografisch gesehen in dem Teil von Berlin, genau, der früher DDR war. Nein, ich lebe jetzt geografisch gesehen im Osten Deutschlands. Ja? Ja gut, aber das hat ja nichts mehr mit DDR zu tun. Ja. Aber oder gibt es noch irgendwo ein Stück DDR, von dem wir nicht wissen? Das war jetzt auch ein Wirklich wahr? Nee, also es war ein Joke natürlich. Ja. Ich habe das natürlich als Joke gesagt, das ist ganz klar. Als Joke?
Als Joke. Als Joke. Nicht der Joke vom Auto. Nein, Joke. Aber es ist auch gasgebemäßig tatsächlich. Joke. Das ist also Techno. Für mich ist Techno, wenn ich das auf der Love Parade, ja, auf der Love Parade sehe, ist das für mich grüne Haare, lila Haare, ja. Zum Teil nackt. Wobei, also ja, klar, ich meine, die Leute sind natürlich sehr extrovertiert und das Tolle am Techno zum Beispiel ist, dass die Leute, jeder Einzelne, fühlt sich als eigener Popstar, so ganz Andy Warhol-mäßig. Ja. Dem Moment, wo sich einfach selbst seine Persönlichkeit unterstreicht mit dem, was ihm gefällt. Und da sieht auch jeder anders aus. Wenn man in anderen Jugendbewegungen ja schon gleichartige Leute sieht, die dann ziemlich ähnlich aussehen. Und ja. Das ist natürlich toll. Aber im Techno hat sich das jetzt auch geändert. Also die tragen schon viel gedecktere Farben auch. Wenn man jetzt auflegt, zum Beispiel im Club, sieht man das ja. Wenn man auflegt, ja. Wie du, aber unten auf der Love Parade, diese 1,5 Millionen, die waren auch absolut sehr fantasievoll, ja. Aber auch sehr schrill und sehr extrovertiert und sehr nackt. Ja. Du warst oben auf einem dieser Wagen? Nee, ich habe auf der, also an der Siegessäule gespielt mit vielen anderen namhaften DJs, ja. Also aus der ganzen Welt und habe da 20 Minuten gespielt, von 8 bis 20 nach 8 oder so. Und dann waren da eben 1,4 oder 5 Millionen Menschen um mich herum und ich sage auch immer, gut, dass ich so weite Hosen trage, sonst würde man so ganz Pinocchio-mäßig das Klappern sehen. So. Das wollte ich fragen, kriegst du da keine Panik? Doch, ja, also es glaubt mir echt keiner, aber ich habe immer tierische Panik, tierisch Schweißausbrüche und Herzklopfen. Ja. Aber die Leute sagen immer, das sieht man mir nicht an, aber ich meine, ich spüre es und ich stehe dann auch total unter Strom und hüpfe dann immer wie geistesgestört rum, ja. Damit das irgendwie sich abschüttelt oder so. Aber es ist doch unglaublich, Techno ist ja umtja. Ja. Ja, rundum. Ja, also, es gibt... Also, ich konnte am Anfang mit Techno überhaupt nichts anfangen. Mittlerweile würde ich aber sagen, es gibt echt guten Techno und es gibt nicht so guten Techno. Ja, richtig. Ja? Ja. Aber ich frage mich, wie hält man das durch? Wenn man da reinguckt am Fernseher, ja, und die Leute, wann immer man reinguckt, man hat das Gefühl, man sieht dieselben. Es können ja nicht nur legal erworbene Drogen sein, dass Leute bei dieser Hitze das körperlich durchhalten. Was geht da ab? Also ich denke mal, also ich kann jetzt nur von mir sprechen, ne? Endorphine, die sich freisetzen, wenn du tatsächlich da oben stehst und da sind 1,5 Millionen Menschen und spielst eine Platte und alle Menschen haben die Arme in der Luft und lachen und schreien, also da kriege ich Gänsehaut. Also da geht's in mir total chemisch ab, das ist eine völlig chemische Reaktion. Da muss ich keinem Dealer mein Geld in die Kasse tragen. Ja, aber die Menschen unten, die auch vereinzelt sagen, jawohl, wir haben es schon mal aus der Ferne gesehen, wie einer in der Apotheke was gekauft hat, wo man eigentlich ein Rezept braucht. Ja? Also, wie schaffen die das körperlich? Ich meine, du hast doch auch, wie lange hast du aufgelegt? Die gehen in die Apotheke und sagen, ich möchte jetzt hier einfach mal 3 Tonnen Koks kaufen. Nein. Koks in der Apotheke? Weiß ich, sagst du da? Nein, ich habe nicht gesagt, dass ich Koks kaufe. Ach so, hast du nicht gesagt? Nein, aber du hast eine Siegessäule aufgelegt, ja? Ja. Dann bist du in einen anderen Club gefahren? Genau, also ich war erst an der Siegessäule, ja? Dann war ich in Spandau, Wasserstadt Spandau. Das war so ein 20.000er-Rave. Da waren so aus der ganzen Welt eben Leute auch so richtig mit Bussen angekarrt. Da habe ich von 1 bis 3:30 gespielt. Dann bin ich von Spandau, das ist im Westteil der Stadt, ja? Rüber, also nach Mitte. Ins Matrix, also Friedrichshain ist das. Und da habe ich dann von 5 Uhr bis 8:30 gespielt. Ja. Und wir waren immer zu 15, also 15 Freunde von mir waren noch dabei in so einem Bus, in so einem Shuttle. Und da war ich auch ziemlich erledigt danach. Aber ich konnte dann auch nicht wirklich schon nach Hause gehen, weil ich ja so viel Besuch hatte auch, wie jeder. Bei dir zu Hause? Ja. Die wohnen dann auch alle bei dir? Ja. Wie viele Leute sind das? Am Wochenende, wie viele das waren? Viele. Alle in deine Wohnung? Ja. Aber man schläft nicht? Doch, man stolpert mal gerade über den, der halt dann am Boden schläft und so. Ich musste am nächsten Tag auch noch drehen. Also nicht am Sonntag, aber dann am Montag. Ich kam erst am Sonntag nach Hause. Und wie hältst du das körperlich durch? Also ich war gestern wirklich am Ende. Ich war am Set gewesen und habe die ganze Zeit irgendwas erzählt, was nicht im Drehbuch steht. Oder stand. Ja, und haben wir dann das gleich gemerkt? Ja, mein Regisseur ist total smart. Der hat dann angefangen, an meinem Text rumzukürzen, von vorne und hinten, bis dann gar nichts mehr übrig blieb. Und nicht mal das konnte ich mir mehr behalten. Und dann fing... Da hat der liebe Gott mir geholfen, der hat dann irgendwie, es war total super Wetter, wir haben draußen gedreht, direkt am Alexanderplatz und auf einmal zog sich die Wolkendecke zu, wie so beim jüngsten Gericht und es schüttete und wir mussten abbrechen und ich hatte dann mich total gefreut natürlich, weil ich gedacht habe, geil, ich kann nach Hause. Maruscha! Dann hat mein Regisseur noch gemeint, das hast bestimmt du bestellt, du kleine Hexe. Da hat er nicht gesagt, kleine Hexe. Wahrscheinlich. Wie heißt der Film?
Planet Alex. Planet Alex, ja. Nächstes Jahr im Kino. Du kommst vorher noch zu uns und weist uns rechtzeitig darauf hin, wann es dann echt so weit ist mit dem Film. Ja? Danke. Danke dir. Alles Gute. Marusha, meine Damen und Herren, bei uns Friedhelm Busch.